Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Conflict of Nation. Wir sind heute Tag 49. Wir haben hier endlich diesen scheiß Übeltäter, der uns hier bestraft. Wir haben hier Nachrichten von Sudan. Okay, der hat wohl nicht gut gespielt in letzter Zeit. Koalition, meine Koalition. Nee. Hat Sudan erstmal aufgenommen. Schützenpanzer, boah, der hat schon Streitmacht. Geht aber noch. Amphibienfahrzeug mit Infanterie. Der kommt hier ja gar nicht weg. Wie ist er denn da hingekommen? Ist ja auch egal. So, wir haben auch gar nicht so viel Nachschub, ne? Hast du gerade was forschen können? Oder doch? Nee, irgendwie nicht, ne? So, wie sieht's denn hier unten aus? Da möchte Neuseeland rein. Genauso wie hier möchte Neuseeland rein. Aber ich habe hier schon ein paar Truppen stehen. 6 Stück. Das könnte ich mal hier gut so lassen, so oder so. Ich könnte 1-2 Leuten sagen, komm, geht mal eben dahin. Und bleibt da mal stehen. Und dann ist gut. Falls sie nämlich darüber kommen, werden die dann abgefangen und dann ist super. Schiff habe ich auch nicht fertig, aber ein bisschen Infanterie. Dahin wegen Zombie-Spots müssen weg. Und ich greife ihn hier noch nicht an. Also Kasachstan lasse ich im Moment noch in Ruhe. Waren da Truppen? Nö, die sind auch wieder weg gewesen. Oh Mann. Also ich habe auch keine Truppen mehr, die ich gerade bauen kann. Anscheinend geht alles im Moment drauf für alles Mögliche. Da wird eine Stadt annektiert. Wird halt im Moment alles Mögliche gebaut, ne? Deswegen habe ich gerade keine anderen Ressourcen übrig. Ja, alles wieder zurückerobern hier. Ganz wichtig. Würde ich mal sagen, bis heute Abend. Vielleicht passiert da noch irgendwas Spannendes. Aber ich glaube, im Moment ist das ganz ruhig. Moment, die Panama-Flotte, da war ja was.
Hier war auch ein Gefecht mit zwei Zerstörern von Papua-Neuguinea. Aber die hatten keine Chance. Oh, die sind wahrscheinlich abgezogen. Interessant. Kann hier mal ein Stück vorfahren, oder? Wir haben doch einen Infanterietrupp übrig hier vorne. Wollen wir mal nach Panama City schicken. Dann haben wir einen Stützpunkt der Amerika und das ist schon mal super. Würde ich mal sagen, bis heute Abend. Hallo meine Freunde und willkommen zu Tag 9, Ende von Tag 49. Wir marschieren ja jetzt weiter hier rein mit unseren Infanterietruppen, damit wir halt schnell die Zombies hier in der Ecke loswerden. Im Moment sind, glaube ich, ganz viele Sachen wieder am Bauen. So wie man hier gerade sieht. Deswegen habe ich gerade so wenig Nachschub. Aber ist ja nicht schlimm. Dafür haben wir nachher mehr Ressourcen. Kann sich ein bisschen Elektronik erholen und einen so ein Kram. Das finde ich mal gar nicht so schlimm. So. Level 1, Level 4. Da kann man auch nichts Besonderes machen gerade, ne? Nö. Kann ich irgendwas zum Bauen? Nö. Gerade gar nichts. Ja, wir müssen aber bald wieder richtig in Truppen pumpen. Wegen Forschung ist auch alles durch hier. Erstmal. Wir können aber auch nichts weiter gerade forschen, da wir gerade nichts frei haben. Vielleicht ein Offizier oder so. Ja, das kriegen wir vielleicht noch hin. Bevor wir gar nichts forschen. Dann gehen wir mal da hier hin. Wir brauchen mal ein bisschen Nachschub hier, ne? Hat der Flughäfen hier? Kann da was einfliegen? Das heißt, die ganzen Städte sind unbesetzt. Das ist super. Dann werde ich zumindest in Europa das alles einnehmen. München gehört dann auch bald mir und dann ist es gut. Dann kriegen wir auch mehr Nachschub rein. Atomwaffen kann ich natürlich einsetzen, ne? Warum auch? So, Flugmarschkörper, der hat trotzdem nur 3 Lebenspunkte. Das heißt, er wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich abgewehrt. Wie sieht es denn hier bei Schiffen aus? Auch nur Marschflugkörper. Bei den U-Booten? Auch nur Marschflugkörper. Okay. Okay, hier war auf jeden Fall was los. Hier sind auf jeden Fall Schiffe, glaube ich, gewesen oder so. Oh, ein Schiff. Wollte wahrscheinlich hier durch. Oder U-Boot, was weiß ich, was hier durch wollte. Auf jeden Fall wurde es versenkt. Das ist ja die Hauptsache. Da ist nichts im Bau, da ist nichts im Bau. Der wird gerade eingenommen. Ja, und die Abstimmung läuft ja gerade. Ihr könnt ja in den Kommentaren reinschreiben, wie es dann weiter, wie es dann weiterlaufen ist. Wegen im Moment sprechen die meisten dafür, dass ich halt diesen Ali-Sieg mache, der halt ein bisschen länger dauert, aber dafür halt dann bin ich halt kein Arsch in dem Sinne. Dafür heißt es, wir müssen aber Punkte einnehmen und tut mir leid. Solange ich mit Kasachstan Krieg habe, ich habe leider keine andere Wahl, so wie ich das im Moment mache. Leider. Fliegst erstmal zurück. Hast du erstmal deine Ruhe. Ja, die Panzerdivision kann eigentlich auch abziehen.
Weiß jetzt nicht, wo sie gerade am sinnvollsten ist. Wegen der Luftabwehr. Vielleicht wäre sie tatsächlich irgendwo hier sinnvoll. Dann müssen wir mal gucken. Da muss man einfach mal gucken. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Tag. Hallo meine Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Conflict of Nation, Tag 50. Und wir haben wieder New Zealand in unseren Kernen drin. Jetzt aber ganz schnell mal wieder unsere Flugzeuge. Wieder nach Hause schicken. Und bisher sehen wir nicht wo. Solange wir nicht sehen, wo, muss ich irgendwo hinstellen. Und wir brauchen dringend Infanterie. Und hier hinten. Wie, wo, was? Wir haben hier schon angegriffen gehabt. Moment, wie konnten die hier hinkommen? Ohne dass ich das mitgekriegt habe. Das kann ich direkt reparieren. War es das schon gewesen? Gut, dass ich da Truppen hatte, oder wie war das? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Wieso, weshalb, warum? Der hatte doch nur Truppen, die was einnehmen können. Wie konnte er dann hier hinkommen? Der hat 0 Kills. Der hat 2 Kills. Hä? Wieso haben die Schaden gekriegt? Das verstehe ich jetzt nicht. Muss ich das verstehen? Nein. Auf jeden Fall brauchen wir Verstärkungen in der Hauptstadt. Und das ist ganz wichtig gerade. Dürfen wir nämlich nicht unterschätzen. Hauptstadt dürfen wir nämlich nicht verlieren. Marine-Captain ist auch nicht schlecht, wenn wir nachher die Kohle dafür haben. Aber im Moment wird ja alles möglich gebaut hier. Atomwaffen haben wir ja auch. Aber was wir nicht sehen, können wir auch nicht angreifen. Also von daher... Ich frage mich sowieso, wo meine Flugzeuge teilweise alle hin sind.
Es ist auf jeden Fall wieder Alarm. Da kreist auf jeden Fall da auch ein Flugzeug. Hatte ich nicht dieses Großflugzeug, das Radarflugzeug geforscht? Nein, leider nicht. Im Moment baue ich auch keine Infanterie, nur ein. Atombomben, ja, super. Immer schön einen Auftrag geben hier. Danach kannst du gerne einen Zerstörer bauen. Wie blöd. Atomwaffen im Programm. Würde ich mal sagen, bis heute Abend wegen. Ich muss jetzt zur Spätschicht gleich und gucken, wie es dann danach aussieht. Nicht, dass eine Silien noch weiter vorgedrungen ist. Das wollen wir ja nicht. Hauptsache, wir sichern hier unser Land wegen. Das ist nur ein Verzweiflungsakt von New Zealand. Mehr ist das nicht. Läuft doch. Würde ich mal sagen, bis heute Abend. Hallo meine Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge. Keine weiteren Folge, sondern zum Abend von Tag 50. Wir haben Probleme. Hier haben wir richtige Probleme. Wir haben hier nämlich das Problem, dass wir nämlich... jetzt eine Chemiewaffe auf unser eigenes, unsere eigenen Männer feuern. Erstmal näher ran. Minuten schlägt doch die Chemiewaffe ein. Das wird schon lustig, ja? Sie direkt bis sie hinten hingekommen sind. Sollten wir am besten eine neue Hauptstadt bestimmen. Besser ist das. Falls wir hier gleich nachher die totale Apokalypse sehen haben. Chemiewaffe auf seine eigene Hauptstadt abfeuern. Kann ich immer noch abbrechen, wenn es so wäre. Also schon brutal, dass er hier so reinkommt. Sie irgendwo ein Überfall noch? Nee, ne? Uns alles safe hier. So, dann haben wir hier statt Stufe 5, ne? Dass wir da jetzt eine Waffe abfeuern müssen auf unsere eigenen Truppen.
Truppen sozusagen. Muss er jetzt nicht sein, oder? Wie Schaden macht die? Nur 40. Noch eine Chemiewaffe. Abfeuer. Darf nichts überleben. Habe ich aber nicht gerechnet, dass sie da jetzt über den Fluss kommen. Chemiewaffen vor eigene Hauptstadt schießen, ne? Ich bin aber wohl gesteuert, deswegen machen wir einen kurzen Cut, bis gleich. Ja, so in einer Minute schlägt die erste ein und die nächsten in 5 Minuten. Das ist alles nicht so leicht gerade für mich. Ich opfer gerade 2 Infanterietrupps. Das ist gar nicht so einfach für mich gerade. Ein Schlag in 30 Sekunden. Ach je. Die Mii-Waffen auf meine eigene Hauptstadt werfen, das habe ich nicht gedacht, dass ich sowas machen muss. Dass ich dazu gezwungen werde. Aber Turmwaffen konnte ich jetzt nicht draufwerfen, weil sonst meine ganzen Gebäude davon kaputt gehen. Ja, das war die Chemiewaffe. Fuck! Und es ging an New Zealand, die Stadt. Ich habe Moskau verloren. Flugzeug umleiten. Das muss nämlich ganz schnell wieder nach Moskau. Gut, dass ich jetzt meine Hauptstadt woanders schon errichte, aber das ist schlecht für die anderen Städte, die gerade ein bisschen in Bedrohung sind. Ja, genau das. Das könnte mich ein bisschen gewaltig nach hinten werfen. Ein bisschen ist gut, ey. Das ist hart an der Grenze. Schneller kann ich das Akku gerade auch nicht ausbauen. Das wird lustig. Das wird lustig. Und brutal übel. So, dann habe ich hier wahrscheinlich noch ein paar Infanteristen, die ich wahrscheinlich irgendwo hinschicken könnte. Was ich auch tun sollte. Ich darf nicht alles verlieren. Zumindest wenn ich hier ein paar Truppen habe, kann ich das ja noch ein bisschen kontrollieren.
So war das eigentlich nicht geplant. Das passt ja, das passt ja. Oh, hier muss ganz dringend einer hin. Wo fliegst du denn hin? Nee, du bleibst hier schön in der Ecke. Wir müssen hier sichern. Du gehst so schnell wie möglich hier hin. Ach je. Aufstandswahrscheinlichkeit liegt bei 6%. Da werden ein paar Aufstände auf jeden Fall entstehen, also ein paar Zombie-Horte. Und da müssen wir dann auch ganz schnell reagieren. Schlagen die ein? 3 Sekunden. Zack, da hat sogar noch einer überlebt. Minus 20 sofort. Das wird natürlich lustig. Das wird natürlich lustig. Den mal dann ganz schnell dahin schicken. Ja. Das wird nicht so leicht. Oh Mann, liebe Freunde, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge und das wird dann ziemlich lustig sein, weil nämlich Russland gerade dann zerfällt.